Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Sammy hat einfach keinen Bock mehr. Ciao. Ach, da steht ein 100 Adventskalender. Ja, mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Trashy bei mir eingezogen, beziehungsweise schon gestern, aber ich habe den mal so ein bisschen auseinandergenommen. Sammy sagt auch guten Tag. Und wollte den euch einfach mal auch auf eine etwas andere Art und Weise zeigen. Also ich habe... Sammy, du liegst auf den Parfums. Merkst du selber, ne? Geh mal da vorne hin. Such dir einen schönen Platz. Und der so, nee, ich weiß auch noch nicht. Genau, und Gesundheit. Und ja, wie gesagt, ich habe Trashy etwas auseinandergenommen, weil ich da ein bisschen Ordnung reinbringen wollte, vielleicht neue Boxen einfach nehmen wollte. Und ich bin irgendwie so aktuell in einem Ordnungsfimmel. Deswegen habe ich das gemacht. Und deswegen ist das Video jetzt heute vielleicht auch ein bisschen anders. Sammy ist meine unglaubliche Unterstützung bei der ganzen Geschichte. Ja, wir haben uns mit so vielen Mädels zusammengetan und haben halt den Trashysaurus vor Jahren gegründet. Also ich glaube 2021 war das schon. Und ja, der wandert. Der wandert und wandert und jetzt ist er bei mir. Und ich wollte euch gerne zeigen, was aktuell so drin ist, was ich rausnehme und was ich dann wieder reintue. Das seht ihr dann bei Nicole Nina Wien, also bei Nicole. Genau, Sammy, ne? Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was in Trashy aktuell so drin ist. Wurm. Hier haben wir einfach mal ein paar Parfums. Da habe ich einmal Commitment von Otto Kern Floral. Das ist mir leider zu floral tatsächlich. Witzig, dass ich das sage. Deswegen wird das weiter drin bleiben. Das habe ich selber. Das ist von Judith Williams. Ist ein schöner Abendduft. Das 24 Tim mag ich vom Duft leider nicht ganz so gerne. Dann das Corps Volatil, okay. Finde ich jetzt nicht so ansprechend. Und die Miro Parfums Happiness und Glam Light sind auch nicht so mein Fall. Ey. Achso, das sind übrigens die Produkte, die zu mir zurückgekommen sind und die ich dann natürlich rausnehmen und ersetzen werde. Hier sind wir jetzt bei den Körperprodukten, die ich jetzt hier mal so in die Kategorie reingepackt habe. Das Kneipp-Gute-Nacht-Badeessenz-Produkt werde ich rausnehmen. Wir haben jetzt mittlerweile eine Badewanne und ich habe echt Bock drauf, das zu verwenden. Das Tesori d'Oriente riecht eigentlich echt angenehm. Also da weiß ich noch nicht, ob ich mir das rausnehme oder nicht. Das fühlt sich auch super schön an. Also das ist eine ganz interessante Oberfläche tatsächlich. Ich glaube, das nehme ich mir auch raus. Die Bodylotion ist nicht ganz so meine Welt. Ich mag nicht so gern Bodylotions mit Schimmer. Dann haben wir hier von Urte Cram die Bodylotion Sweet Ginger Flower. Wäre es diese Rosenvariante, würde ich die auf jeden Fall für meine Freundin rausnehmen, weil die da tierisch drauf abfährt. Die Aveo Bodylotion spricht mich nicht so an, genauso die Handcreme von Dr. Pawpaw nicht. Kaltwachsstreifen verwende ich auch nicht mehr. Self-Tan bleibt auch drin. BB Shower, das spricht mich jetzt nicht so an und Rituals of Karma habe ich noch zuhauf da. Weiter geht es mit der, ich sag mal, größten Kategorie. Ihr seht selber, ne? Make-up, das ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, Sammy möchte da ein Produkt für sich behalten, man weiß es nicht. Einmal habe ich hier von Milani diesen Blush in der Farbe Rose Doro. Ich bin leider kein Fan mehr so wirklich von Schimmerblushes. Deswegen, ja, nehme ich den jetzt so nicht raus. Die Catrice Wimpern, da hat sich schon jemand gemeldet, die da richtig Bock drauf hat. Ich bin ja nicht so die Wimpern-Lady. Ein mattes Fixing Spray verwende ich auch leider nicht. Das ist jetzt hier von MAC, das Fix Plus in Matt. Ich habe super gerne das Fix Plus in der normalen Variante. Den In Real Life Skin Filter Pore Blur Primer von River Revolution lasse ich drin, weil ich am liebsten Feuchtigkeit haben möchte. Diesen Eyeshadow Primer von Essence habe ich selber. Hyaluronic and Happiness Color Balm von Charlotte Tilbury. Oh. Der ist in der Farbe Happy Petal. Sieht super ansprechend aus. Aber ich habe eigentlich schon sehr, sehr viele Produkte in exakt dieser Farbe. Ne? Das ist halt so ein klassischer, etwas dunklerer Nude-Ton. Diesen Kontostick von Larizzi Cosmetics hatte ich selber schon mal. Den habe ich, glaube ich, auch noch immer oder aussortiert, weiß ich nicht. Von Huda Liquid Matte, aber mit einem Schimmer haben wir hier einen Liquid Lipstick von Riva Loves Me, One for All Skin Matcher. Wird mir sicherlich nicht passen. Dann All Matte von Sage Lady oder sowas. Das ist ein Face Primer. Nee, matt möchte ich jetzt nicht. Color Boost, Mad About Matte. Auch hier Liquid Lipstick, nicht ganz so meine Welt. Dann haben wir von XX Revolution in der Farbe Frequency einen Highlighter hier drin.
Und der ist mir leider zu dunkel, so wunderschön er auch aussieht. Ne? Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette, die erste, da kommen nachher noch viele weitere. I Heart Revolution, ich meine, wie schön ist das bitte schön, ne? Oh, mag ich gerne leiden. One True Love, aber diese Farben habe ich schon in vielen anderen Paletten. Dann Enable Minerals, das ist dieser mineralische Highlighter in der Farbe Diamond Glow. Den müsste ich selber da haben noch, der ist eigentlich auch sehr, sehr schön. Rival de Loop meets Q10. Das war mal eine Limited Edition und ich glaube, dass das auch ins Standardsortiment eingezogen ist. Deswegen habe ich das selber auch noch da. Dann von The Balm Meat Mud Huges habe ich, glaube ich, auch selber noch da. Oh, hier ist eine Fliege. Nicht, dass er mir hier gleich ausrastet. Von Got To Be habe ich True Brow, Beauty and the Brow. Nee, nicht True Brow, Beauty and the Brow. In der Farbe Ash Brown ist, glaube ich, nicht ganz so meine Welt. Das ist leider auch nicht ganz so gut. Von Manhattan das Clean and Free Make-up, ne, in der Farbe 30 Soft Porcelain, siehst du leider nicht so wirklich und irgendwie löst sich das auch von alleine auf. Von Trend It Up das All-in-One Loose Setting Powder ist ja mattierend, das ist auch nicht so ganz meins. Von Catrice in einer wirklich krassen Farbe habe ich hier einen Blush Stick, eigentlich super interessant. Schaut so aus. Nee, aber ich glaube, der ist mir zu intensiv, um ehrlich zu sein. Das Brow Gel von Ayeko habe ich selber, das ist sehr, sehr gut. Das Lippenöl von Comme Deux müsste ich auch noch da haben. Und Sammy denkt, ich möchte mit ihm schmusen. Oh, Mausi, Fräuchen ist doch hier gerade am Machen. Ja, 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 aber wenn Fräuchen auf dem Boden schon mal ist, ne? So ein Eimer. Ja, mein Hund ist ein Eimer. Dann habe ich das NYX Born to Glow Liquid Eliminator. Super schönes Produkt, aber müsste ich auch selber da haben. Die Prime Glow Palette von Luvia habe ich selber schon mal aussortiert. Ich finde, dass die einen sehr intensiven Duft leider hat. Garnier Skin Active BB Cream in der Farbe Light. Ich glaube, das nehme ich für eine Freundin raus. Riva Loves Me in der Farbe 02 Skin Optimizer Foundation ist mir leider zu matt. Hey Sigi, stupsen Sie mich doch nicht von der Seite an. Ja, es ist gerade ein sehr schmusiges Unboxing, ihr merkt das, ne? Shimmer Down, ich bin kein Fan von Pigmenten. All About Brows von Essence hatte ich auch schon mal, aber da sind viel zu viele Töne drin, die ich einfach nicht verwende. Dann das Born to Glow in einer anderen Farbe, das ist jetzt die etwas dunklere, die Farbe Gleam. Bene Kos spricht mich leider nicht ganz so an. Natural Creamy Make-up in der Farbe Nude wäre mir auch tatsächlich zu dunkel. Die It Girl Palette von It Cosmetics sieht wunderschön aus. Hatte ich selber auch schon mal da. Habe ich auch schon mal aussortiert. Die sieht von außen halt wunderschön aus, aber sie ist halt leider total öde von innen. Ne? Und ich präferiere halt so Kabam-Geschichten. Ja, da sieht man auch Sammy. Hallo. Ah, du würdest die behalten, ne, Sammy? Mhm. Aber was willst du damit machen? Du kannst dich damit doch nicht schminken. Du bist doch schon wunderschön. Du brauchst dich nicht schminken, junger Mann. Okay, dann habe ich hier noch weitere Produkte. Die Pinsel, sowohl von Essence als auch von Spectrum, sprechen mich nicht an. Beziehungsweise den von Essence müsste ich selber sogar da haben. Eigentlich ein ganz guter Foundation-Pinsel. Von Alverde, der Matte Lipstick, hatte ich auch schon mal in der Box drin gehabt. Das bei Terry Puder gibt es, glaube ich, mittlerweile sogar in der Neuauflage. Ist das gepresste, habe ich auch selbst. Von Nabla ein Creamy Eyeshadow in der Farbe Bakery. Eigentlich wunderschön, muss ich sagen, aber ich verwende sowas halt zu selten, ne? Und dann wäre es schade drum, wenn ich mir den jetzt rausnehmen würde. Genau, also wenn Cream Eyeshadows, würde ich persönlich tatsächlich eher so zu hellen tendieren, weil ich die dann auch als One-Shadow-Look tragen würde. Ein schönes Mosaic Fusion Matte Blush von Trend It Up, aber da habe ich genug andere Blushes aktuell von der Marke. Dann von MAC in einer richtig krassen Farbe haben wir, also die Farbe Harmony Matte, ist es ein Powder Blush, aber für mich halt viel zu dunkel. Mystical Motion, die hatte ich mir in einer anderen Farbe mal aus der Riva Loves Me Limited Edition gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe. I Love Extreme von Essence ist nicht ganz so meins. Dann Long Lasting Eye Pencil von Essence. Nö, da habe ich andere, die mir besser gefallen. Von Maybelline ein Lippenstift in der Farbe 642 Latte Beige. Nee, sowas steht mir leider nicht so gut. Dann von Catrice hier dieser Cream Blush, den habe ich hier selber da. Das hier ist jetzt die Farbe 1001 Worth It.
eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Produkt tatsächlich. Von Essence, Hip Girls Wear Blue Jeans, ein Bronzing Brick Powder. Das ist ja auch mal sehr, 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 sehr geil irgendwie, ne? Weil das so, keine Ahnung, ich finde so ein bisschen Make-up-History ist, um ehrlich zu sein. 014, The Fun and Catch the Sun. Ja, aber da ist mir, nee, das ist zu viel Schimmer drin. Von Max Factor eine Palette, die mich jetzt nicht so anspricht. Ein P2 Perfect Look Kajal. Ja, da bin ich leider raus. Ich trage ja nicht so Kajalstifte. Dann habe ich hier zum einen von Ofra den Rodeo Drive Highlighter, den ich selber habe, der mir aber auch tatsächlich ein Tick zu dunkel ist. Und hier ist noch eine Lidschattenpalette von Ofra drin. Ja, ist irgendwie hübsch, ne? Aber irgendwie auch langweilig. Von Art Deco habe ich hier noch etwas, wo auch Produkte drin enthalten sind. Ich meine, dass es auch im Adventskalender drin war. Da haben wir einen Blush und zwei Lidschatten drin enthalten. Art Deco hat echt schöne Blushes. Ja, Blushes tatsächlich, aber auch Lidschatten. Und dieser hier in irgendeiner schönen blauen Farbe, richtig schönes, helles Blau, also ungefähr diese Farbe hier, war damals so mein Mono-Lidschatten, den ich in meiner Jugend ganz gerne getragen habe. Die Zodiac von BH Cosmetics habe ich jetzt hier, das ist diese hier. Ja, die habe ich auch selber schon mal aussortiert. Dann hier von Douglas Shiny Kiss, den müsste ich auch selber noch da haben. Der war in einem Adventskalender drin, ist in der Farbe Shiny Red. Okay, ja, aber so rote Lippenprodukte, ne, durch Adventskalender habe ich ganz gut. Sammy hat sich eine neue Position gesucht, ist auch schön. Dann habe ich hier diverse Nagellacke. Da habe ich aber, glaube ich, alle Farben schon so weit von da. Ja, genau, also das sieht nicht so aus, als wäre da was dabei, was mich anspricht. Von Revolution hier auch nochmal so ein sehr, sehr dunkles Lippenprodukt von I Heart Revolution oder I Heart Make-up Definition. Das ist so eine Face-Palette tatsächlich. Upsala. Die schaut so aus. Ja, spricht mich aber auch nicht so an, muss ich leider gestehen. Bella Pierre habe ich hier einen Lip Liner. La Vera eine Mascara. Das könnte interessant werden mit uns beiden. Lash to Impress. Was meinen Sie, Mr. Wow? Wäre das eine interessante Geschichte? Ich denke schon. Ja, die Kamera möchte das jetzt leider nicht ganz so scharf stellen, aber das ist so ein Faserbürstchen. Da ist recht viel Produkt dran. Die werde ich mir auf jeden Fall mal zur Seite legen und vielleicht beeindruckt die mich ja. So, machen wir hier oben weiter. Bronzing Lipstick von Trend It Up mag ich eigentlich schon ganz gerne von der Farbe her, aber ich habe sehr viele rote tatsächlich schon da. Die Villains Collection ist hier auch mit vertreten. Das ist so ein Color Changing Dingenskirchen. Von Kiko habe ich hier ein Eyeshadow Shadow Stick Duo. Sowas ist interessant, aber ich trage sowas einfach viel zu selten. Da haben wir halt zwei verschiedene Farben dran. Ein sehr heller Ton und ein etwas dunklerer Ton, ja, catcht mich gerade nicht so, ne? Skin Blurring Essence, dieser Putty Primer, ja, Poreless, das brauche ich jetzt so nicht. Gloss Refresh, ein Nail Spray, da habe ich eigentlich super tolle Überlacke, die ich dafür verwenden kann. Den Skin Division Illuminating Balm habe ich, glaube ich, selber auch noch da. Elf ist wieder Poreless Putty Primer, ich brauche Feuchtigkeit. Zwei wunderschöne Foundations von Douglas habe ich hier drin, die mir aber beide zu dunkel sind. Elegant Touch, Mensch, Klebenägel ist nicht so mein Ding. Die Secret of Amira ist auch so ein Klassiker von Luvia. Also entweder müsste ich die noch haben oder ich habe sie schon mal aussortiert. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, ich habe die mal aussortiert, weil die einfach gar nicht so catchy ist tatsächlich. Bare Minerals, eine Konturpalette. Eigentlich auch interessant, ne? Da weiß ich noch nicht. Die ist wunderschön von der Umverpackung. My Atlantis von B7, da habe ich jetzt auch gerade hier noch einen Adventskalender stehen, der gedreht werden möchte. Ja, die ist geliebt, aber ich kann mir auch vorstellen, warum. Also das sind schon coole Töne, ne? Hier haben wir einen sehr speziellen Ton, der ist auch sehr speziell. Ich weiß nicht, ob das so ein Dupe sein sollte zu der Huda Beauty. Da wird dieser Seafire-Ton auf jeden Fall für sprechen. Da hat Huda ja ziemlich viel in petto von gehabt. Die ist auch richtig schön von Eveline Cosmetics, die Look-Up-Palette, ne? Habe ich aber, glaube ich, selber noch da. Ja, diese Puder-Foundation werde ich mir rausnehmen für eine Freundin. Das ist in der Farbe 20. Da werde ich nämlich öfters nachgefragt, ob ich sowas da habe tatsächlich. Von Nabla, die Poison Garden. Oh.
Ja, das ist halt in der alten Formulierung, ne? Und Nabla hat mittlerweile viel, viel bessere Formulierungen. Die sind leider, also die aus dieser Reihe, nicht so gut wie die, die die mittlerweile haben. Die lassen sich leider nicht so schön verblenden und auch die Schimmertöne sind nicht so strahlend. Deswegen bleibt die drin. Den Highlighter habe ich selber, More Than Glow von Catrice. Der ist der Hammer in der Farbe 020 Supreme Rose Beam. Wunderschön, also sollte man auf jeden Fall irgendwie haben, wenn man Highlighter gerne trägt. Von Bella Pierre Cosmetics habe ich hier das HD Finishing Powder. Das müsste ich auch selber noch da haben. Das gab es auch mal irgendwie eine Box mit dabei, ne? Genauso diese Everlasting Eye Base habe ich auch noch. Die ist richtig, richtig toll, mag ich gerne leiden. Den Blushleiter von Essence Gradient Powder. Blush ist das hier in der Farbe 04 Peachy Dawn. Der ist mir zu dezent. Oh mein Gott. Too Faced Unicorn Tears. Mach mich schwach, Schätzelein. Mach mich schwach. Ich merke das wohl, ne? Aber ich glaube, der war mir zu dunkel. Ja, der ist mir viel zu dunkel. Das ist ja eher wie so ein Bronzer, ne? Also schön sieht der auf jeden Fall aus. Und ich habe so oft überlegt, mir den auch zu kaufen. Die Palette habe ich selber. Ich meine, dass ich die sogar mittlerweile auch aussortiert habe. Luvia Meets Glossy Box, hier diese Augenbrauenpalette. Sleek Matte Me ist mir zu dunkel. Da waren wir eben schon. Dann machen wir hier weiter. Ich habe mein Full Face Iconic London auch schon zusammen. Deswegen, ja, bin ich da nicht mehr so super scharf drauf. Ich hatte die erst nämlich auch in Trashy gesehen und mir gedacht, oh je, ja. Hier haben wir Blush, Bronzer und Highlighter drin, aber da sind die Töne auch nicht ganz so passend für mich. Also das scheint mir auch irgendwie ein wilder Mix zu sein, oder? Also der Blush würde mir passen, der Bronzer ist mir zu dunkel, der Highlighter ist mir zu dunkel. Schwierig. Eine wunderschöne Tarte-Palette, jedenfalls von außen. Also das kann Tarte halt, ne? Das ist so extrem schön. Dieses glitzernde, unebene, was dann ja auch, ich glaube, von Essence auch mal oder von Revolution nachgemacht wurde, sage ich jetzt mal, oder gedupt wurde. Ausschließlich Schimmertöne sind hier drin, die eigentlich auch tragbar und schön sind, ne? Aber ich glaube, ein bisschen langweilig. Ich weiß es nicht. Ich mach mal vielleicht. Dann habe ich hier die Secret Garden Eyeshadow Palette. Die habe ich selber, mag ich eigentlich auch ganz gerne leiden. Ist jetzt nicht so super krass, ne? Aber ich finde, für den Preis kannst du da nicht irgendwie meckern, ganz ehrlich. Und wenn du da mit Lidschattenprimer arbeitest und so, kannst du richtig viel aus der Palette rausholen. Die Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette habe ich jetzt hier. Spricht mich nicht ganz so an, das Puder ist mir einfach zu gelb und der Bronzer könnte passen tatsächlich. Beautiful in Barcelona von BH Cosmetics ist eigentlich so eine Palette. Oh, die habe ich damals auch geliebt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich meine noch habe. So eine gute Qualität. Ich hoffe, dass BH auch wieder in diese Qualität zurückkommen wird. Jetzt wird gerade unser Müll abgeholt. Die Müllabfuhr fährt hier rum. Ich bin mal gespannt, ne? Die sind jetzt ja von Revolution übernommen worden. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Die Orchid Dusk von Catrice habe ich selber auch schon mal aussortiert. Ist ein Dupe zu einer Huda Beauty Palette. Sieht ganz schön aus, aber ich kam damit leider nicht ganz so klar. Sie war mir auch ein Stück weit zu schmutzig irgendwie auf dem Auge, muss ich sagen. Das hat nicht ganz so funktioniert. Wunderschön ist natürlich hier die von Estée Lauder mit ihrem Schleifchen da drauf, ne? Ich meine, die habe ich auch noch da. Eine sehr, ja, zurückhaltende, fast schon langweilige Palette, die von den Farben her sehr an die von Tarte erinnert, ehrlich gesagt. Das ist die Estee Lauder Pure Color Envy Eyeshadow Palette Nudes. Und wie gesagt, die müsste ich eigentlich auch selber noch haben. Five in a Box von Catrice Mini Eyeshadow Palette. Nein, die hat bei mir gar nicht funktioniert. Die müsste ich selber noch haben. Das ist diese hier, die 030 Warm Spice Look. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Dann kommen wir zu Catrice Dear Universe. Also die LE hatte ich mir auch geholt. Hat mich dann dagegen entschieden, sie aber zu verwenden. Da hat sich ein Ton verabschiedet. Oh nein, das ist schade. Oh nein. Oh nein, jetzt habe ich es hier auf dem Boden. Kennt ihr das? Oh, ich hole mir gleich einen Staubsauger. Nicht aufsammeln. Dann habe ich hier nochmal die Foundation von Physicians Formula. Die habe ich selber mal aussortiert.
Es ist in der Farbe 02 Fair to Light, genau. Also die macht bei mir leider nicht das, was sie soll. Dann die Alice in Wonderland Six Color Palette ist eine komplett neue und matte Palette. Wirklich, wirklich schön bei Beauty Bay. Hat einfach sehr schöne Paletten, aber ich mag es halt lieber, wenn man auch Schimmertöne mit dabei hat. Genauso wie ich es eigentlich auch mag, wenn man bei Schimmerpaletten auch matte Töne mit dabei hat. Schwierig. The Cool Nude Edition von Essence. Ich glaube, Ninas Kosmetik hat sich ja damals so auch in diese Palette verliebt, ne? Ich bin nicht so der Cool-Tone-Mensch, deswegen wird die auch nicht bei mir bleiben. Hier etwas angekrümelt sehen wir dann von Max & More die Lidschattenpalette. Ich mag nicht so gern diese länglichen Fännchen tatsächlich. Von Rival de Loop die Nature Waves finde ich ein bisschen öde. Die Follow the Sun von Rival de Loop habe ich, glaube ich, selber da. Ja, die habe ich selber da. Die muss aber tatsächlich auch nochmal ausprobiert werden. Und die finde ich ja super ansprechend. Frosty Poem Eyeshadow Palette. Ah, wie schön ist dieser Ton in der Mitte, oder? Aber da habe ich eine ähnliche von Colourpop tatsächlich aus der, was ist das für eine LE gewesen? Frozen 2, glaube ich, ne? Da hast du auch so einen geilen Ton in der Mitte. Ja, deswegen wird die auch hier drin bleiben. Da dumm. Das passiert, wenn man versucht, es doch irgendwie wegzuwischen. Hat nicht so funktioniert, ne? Ja, ich habe das jetzt provisorisch gepresst und hoffe, dass es dann auch hält tatsächlich. So, ich glaube, Sammy, ne, wir sind mit Make-up jetzt hier soweit erstmal durch. Dann gehen wir jetzt mal weiter zum Gesicht. Und da starten wir hier mit The Cure Empowering Fluid. Das ist ja wie so eine Art Toner, sage ich jetzt einfach mal. Dann hier haben wir Self-Tan, das möchte ich jetzt so nicht haben. Genauso auch nicht von Alcina. Lieber. Hey, Sammy, pass auf. Sebastian Berlin, oh nee, Christian Berlin Iris Serum spricht mich jetzt nicht so an. The Most Wonderful Time, die Tagescreme mit Vitamin C und E aus dem Adventskalender vom letzten Jahr. Nee, da habe ich jetzt anderweitig Nachschub. Die nehme ich mir raus von Kiehl's. Das ist meine eigentlich liebste Augencreme. Die Creamy Eye Treatment Geschichte mit 7 Millilitern. Die ist super reichhaltig. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihr super trockene Haut habt, so wie ich, ist die perfekt. Wirklich, ne? Habe ich auch schon von euch positive Resonanzen bekommen. Kann ich nur empfehlen. Dr. Barbara Sturm, eine Face Cream. Das ist Edel Sprach der Wedel. Habe ich schon mal verwendet. Ich finde die gut, tatsächlich. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, man muss halt den Preis bezahlen, da bin ich eher bei meinen Kooperationspartnern. Die haben halt eine mindestens genauso gute Qualität. Oh, von Yves Lom habe ich hier die Rescue Mask. Das ist sehr, sehr spannend, Leute. Die dürfte auch relativ frisch hier drin sein. After Cleansing. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie jetzt machen soll und wovor sie dann schützen soll. Ich meine, die in einem Adventskalender entdeckt zu haben dieses Jahr schon. Aber mal gucken. 50 Milliliter sind hier drin. Ich mag eigentlich ganz gerne Masken. Ich bin jetzt mal über den Geruch gespannt. Ich mag eigentlich nicht ganz so gerne die Yves Lom Düfte. Der geht. Der ist nicht so aufdringlich, wie ich gedacht habe. Die nehme ich mir raus. Dann habe ich hier von I plus M ein AHA und BHA Serum. Das wandert weiter. Da bin ich anderweitig versorgt. Sit Control von Acne Me ist auch ganz interessant. Bin ich aber halt nicht so von betroffen. Deswegen gebe ich das weiter. Renewal Power Eye Cream. Das dürfte sein von Avon, ne? Genau. Ja, da bin ich auch gut versorgt. Madara Reface Sleep and Peel Overnight Serum. Nee, da bin ich auch versorgt. Die finde ich eigentlich auch interessant. Die Peeling Mask von eCooking habe ich hier mit AHA und BHA. Ich glaube, die hatte ich schon mal und die hat mir mein Gesicht auch ziemlich zu krass gepeelt. Da musst du auch ein bisschen vorsichtig sein. Nee, da habe ich Angst vor. Dann habe ich hier solche Dinger, die hatte Katrin reingepackt. Da machst du einfach Serum dran oder Toner und dann hast du deine eigene Gesichtsmaske. Dann schauen wir uns mal die Masken an. Da ist allerlei am Start. Hier sehen wir übrigens auch zwischenzeitlich ein paar Produkte, die ich rausgenommen habe, die einfach schon seit einer Weile mitwandern und irgendwie gefühlt herrenlos wurden. So, Garnier Hydra Bomb Tuchmaske nehme ich mir raus. Balea Tuchmaske Set Your Mind Free nehme ich mir raus. Ja, Garnier Skincare nehme ich mir raus. Ich habe halt immer freudige Abnehmer gerade für Tuchmasken. Deswegen bin ich da gerade sehr, sehr glücklich drüber. Soraya. Die ist leider nur bis 08:22 haltbar. Die geht raus. Die ist eigentlich auch ganz cool mit Aktivkohle und Meersalzextrakt.
Ja, den nehme ich auch raus. Ho, 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 der Rudolf. Der Rudolf möchte auch auf jeden Fall rausgenommen werden. Jo. Genauso auch Cozy Snowman, Sweet Cookie. Ich glaube, die kommen vom Action oder so, ne? You Are My Sweet Santa. Oh, ich liebe sowas, ja. Straffende Hydrogel-Gesichtsmaske ist auch... Also, wer sortiert denn so viele Masken aus? Masken sind doch toll, Leute. Ich glaube, ich nehme so gut wie alle Masken raus. Kann das wohl sein, hm? Bin ich hier gerade so ein bisschen intensiv unterwegs. Es tut mir leid, Mädels, aber also gerade die sind der Hammer. Die Hydra-Bomb-Tuchmasken von Garnier, ne? Die sind richtig, richtig gut. Okay, die habe ich jetzt selber auch gerade verwendet. Die finde ich eigentlich ganz okay, aber die werde ich jetzt nicht rausnehmen. Die Lovely-Masken nehme ich auf jeden Fall raus. Ich mochte super gerne damals die Lovely-Reihe. Ich hoffe, dass die noch gut sind. Von Paola Maria waren die ja, ne? Da steht jetzt auch kein MHD drauf, muss ich mal gucken. Aber ich habe die Reihe sehr, sehr gut vertragen. Die war vom Duft her gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem gut. Isana Tuchmaske Hase nehme ich raus. Und die Hyaluron und die Rosenliebe. Lippen bin ich, ich weiß nicht, eigentlich sind die gut. Und vielleicht super, wenn ich jetzt Adventskalender-Unboxings mache. Wisst ihr was? Was weg ist, ist weg, ne? Ja, was weg ist, ist weg. Guck, ich nehme sie alle raus, bis auf die läuft. Sammy, möchtest du die vielleicht machen? Mhm. Ich meine, dass ich hier für die M-Asam Hyaluron 24-Stunden-Creme auf jeden Fall auch eine freudige Abnehmerin in meinem Freundeskreis finde. Dann habe ich hier noch das Jungle Book Face Serum mit Wassermelonenwasser. Mhm. Nee. Dann habe ich Avant. Avant und ich sind jetzt nicht so die allergrößten Freunde, deswegen wandert das weiter. Oh, daran habe ich auch selber zu knapsen gehabt, ne? Ich habe den ja ein Jahr lang verwendet und habe da nur so ein kleines bisschen von rausgekriegt. La Rosé, der Maskenstick, ist gut, aber man kriegt ihn einfach nicht leer. Die möchte ich mir auch ganz gerne rausnehmen. Hyaluron, Cizapeptid, Ampul, das sind Augenpatches. Finde ich großartig, ne? Feiere ich. Die Hello Good Stuff Essence Peach Cream lasse ich hier auch drin. Dann Control Your Age, Lichtschutzfaktor 30, ein Serum. Das ist natürlich nett. Das ist eigentlich nett. Vielleicht wäre das nämlich zum Beispiel was für meine Mom. Nee, aber der gebe ich auch immer Lichtschutzfaktor 50. Das ist wichtig. Dann habe ich hier noch eine Hyaluron-Agave Hanföl Gesichtscreme. Von der Beauty Love Eigenmarke. Die war jetzt letztens auch in der Box mit da drin. Das ist eine Basic Creme. Kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt nicht so meins. Die Miracle Cream von Revolution Pro hat einen krassen Duft, aber sie ist wirklich gut. Also, ja, sehr reichhaltig, sehr angenehm. Ich lasse sie jetzt aber trotzdem drin. Vielleicht möchte jemand anderes die nochmal ausprobieren. Dann habe ich hier noch ein Serum, ein Skin Softening Serum von Nubuzin, glaube ich. Ja, das ist K-Beauty. Lasse ich jetzt hier auch einfach mal drin. Und dann habe ich noch das letzte Produkt aus dem Bereich Skincare. Das sind so Mini-Lipsticks. Ist super süß, ne? Aber nee, da bin ich raus. Weiter geht es mit den Haarprodukten. Da habe ich hier von For Your Beauty diese Locken ohne Hitze. Das habe ich selber noch gar nicht ausprobiert. Ich glaube, das nehme ich mir einfach mal raus, denn ich mache das ja auch so, dass ich über Nacht meine Haare trocknen lasse, nachdem ich sie gewaschen habe, ne? Vielleicht kriege ich ja irgendwann mal Locken. Man weiß es nicht. Dieses Ansatzspray, ich weiß nicht, vielleicht... Habe ich eine Freundin, die so dunkle Haare hat? Ich nehme es mal mit raus. Vielleicht freut sich da jemand drüber. Muss ich mal gucken. Ja, kann was sein, ne? Dann, ja, das Scrunchie lasse ich drin. Das habe ich selber da. Dieses hier, das ist so funny jetzt, ne? Ist die Haarspange, die ich verwende. Mir ist meine Santa Claudia-Mütze ein kleines bisschen zu groß. Und meine Haarspange ist mir schon ein bisschen ausgeleiert. Ich glaube, die nehme ich mir einfach mal als Ersatz raus. Finde ich eigentlich ganz gut. Dann habe ich hier noch die Wavers von Invisibobble. Dann noch so eine Haarspange. Langhaarmädchen für Curls. Das könnte was sein für die Tochter von meiner Freundin. Ja, das nehme ich mal raus. Die hat nämlich Engelslocken und wird sich da sicherlich drüber freuen. Olaplex bin ich raus, deswegen auch so bei diesem Produkt hier. Das müsste ich auch selber da haben. Sleeky Smooth, eine Glättungscreme. Nee, das ist Beauty Milk. Repariert, verschönert und verleiht gesunden Glanz. Nee, das lasse ich drin. Schaumfrei, Blow-Dry-Emulsion, nee. Das Schimmerspray ist auch nichts für mich. So, jetzt habe ich nur noch ein paar Produkte hier. Ja, diese Taschen werde ich mir wahrscheinlich rausnehmen. Ein Selbstbräuner-Handschuh lasse ich drin. Allzweckreinigerpulver.
Kraftvolle und streifenfreie Reinigung im ganzen Haushalt. Ich glaube, das kann ich rausnehmen. Vielleicht kann man das ganz gut verwenden, einfach um zu fischen. Probiermilchgröße, ja. Warum eigentlich nicht, ne? Putzen muss man so oder so. Ein Toilettenkasten haben wir jetzt nicht. Dann habe ich hier die Produkte von der lieben Miss Curly Jen, beziehungsweise Miss Curly Wachs. Die gießt selber Duftmelz und hier ist ein ganz besonderer Duft drin. Denn neben so kleinen Duftproben, die uns Jenny reinlegt, haben wir hier auch noch etwas größere drin. Und sie hat tatsächlich einen Duft gegossen, der heißt J wie Julius und der riecht unglaublich gut. Der hat auch ein bisschen was von Ahoi-Brause mit dabei, ganz interessant, aber auch sehr schön pudrig und sehr, sehr gefällig, mag ich sehr gerne und natürlich nehme ich mir den raus. Vielen, vielen Dank, liebe Jenny, dass du an meinen kleinen Schatz gedacht hast, das ist total cool. Einige Proben habe ich hier auch noch am Start, Wildrose und Baobab, eine Hitzeschutz- und Styling-Lotion, A New Radiance. Das ist irgendwie so eine Vitamin-C-Geschichte von Avon auch wieder. Das auch von Avon. Charlotte Mienzen, eine Nachtpflege. Noch was von Avon. Vitamin-C, Hyaluronsäure, Vitalizing Toner. Oh, guck mal, von Dalton. Was haben wir denn hier drin? Die ist gut. Die Hals- und Dekolleté-Creme. Ich glaube, die nehme ich mir raus, weil die habe ich aktuell nicht in Full Size hier. Kann ich gut gebrauchen. Invictus Victory, da haben wir von Paco Rabanne eine Duftprobe drin. Von No Cosmetics Feuchtigkeitscreme. Avon, also irgendwer ist hier ganz krass verbandelt mit Avon, muss ich sagen. Ne? Das hört sich interessant an. Mit Jasmin, das muss ich mir rausnehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Was ist das? Eine Deo-Creme, Masculine. Nee, ich glaube, das ist nicht so für mich. Wolkenseife, Deo-Creme ohne Aluminiumsalze. Nee, ich glaube, da ist der Duft einfach leider nichts für mich. Apropos Duft. Einmal Faint und einmal Job Om Beach. Ja, die beiden bleiben drin. Ist nicht so meins. Schmetterlings- und Bienenweide von Rewe habe ich Verbot von meinem Freund bekommen. Denn die sind wirklich intensiv. Also ich habe da in einem Beet leider viel zu viel von diesen Tütchen reingemacht. Und ja, das ist etwas explodiert. Ein Autoduft, den habe ich selber, habe ich auch in meinem Auto drin und finde ich auch ganz gut. Eine Burger Handyhülle, die ist für ein iPhone, die ist wunderschön, aber ich habe kein iPhone. Nee, ich habe leider kein iPhone. 500.000 Menüs brauche ich jetzt so nicht, so ein Täschchen brauche ich nicht. Das ist, glaube ich, für Miss Curly Wachs ganz interessant, ne? Da kann man nämlich Melz mitgießen und ein süßes Armband. Und mit Weihnachtssocken und einem Sommerkleid präsentiere ich euch jetzt mal, was alles bei mir bleiben darf. Also es sind wirklich allerhand Produkte, die ich mir rausgenommen habe, die ich sowohl für mich als auch für Freunde rausgenommen habe. Wie gesagt, alle Tuchmasken, J wie Julius, eine Probe, noch eine Probe, die Tarte Palette, das Superstay von Maybelline, die Bare Minerals Konto Palette, wollte ich jetzt auch mal ausprobieren, Kiehl's Eye Treatment Safe, die Rescue Mask von Eflom, Augenpads, das L'Oreal Ansatzspray, Shampoo und Spülung von Langhaarmädchen, natürlich mein Ersatz-Haarclip, dann etwas für Locken, dann ein Allzweckreiniger, die Lavera-Mascara, die M-Asam-Hyaluron-Creme, mein Bauch krummelt, ich glaube, ich habe Hunger, dann eine Cremedusche, ein Badezusatz, eine BB-Creme von Garnier, genau, ich finde, das ist eine gute Ausbeute, oder? Genau, und wie gesagt, das sind die Produkte, die zurückgekommen sind und das werde ich dann entsprechend auch für dieses Paket ersetzen. Mal schauen, wie es dann aussieht, wenn es bei Nicole Nina Wien ankommt. Sammy hat sich hier schon wieder verkrümelt. Der liegt jetzt auf der Seite. Nein, der kommt jetzt. Ich habe seinen Namen gesagt. Oh, say my name. Komm, komm mal her. Sammy, hier. Nein, er muss erstmal begutachten, was Frauchen alles rausgenommen hat, ne? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Mal eine etwas andere Art und Weise, wie ich das Trashy auspacke. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe das jetzt wirklich mit der Handkamera gefilmt. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch etwas zu sehr gezittert oder geschüttelt habe, nicht, dass euch schwindelig geworden ist. Aber ich habe mir gedacht, dass ich das heute jetzt einfach mal ein bisschen gemütlicher mit euch zusammen gestalten möchte. Und ja, das ist jetzt hier einmal das Video gewesen. Vielen, vielen Dank an die Ladies, die diese coolen Produkte ins Paket gepackt haben. Und ja, dann bringen wir mal Trashy wieder auf die Reise und schauen, wie er dann sich weiterentwickelt. Ne, Sammy? Schnüffel, schnüffel. Genau, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Was ist denn da? Oh, jetzt habe ich echt Hunger. Ist auch 11:45 Uhr.